Naja. Naja, gut, ne? Aber kassentechnisch kommen wir doch noch klar. Also keine wird voll und wir bekommen hier keine Warnanzeige unten, dass wir kassentechnisch aufrüsten müssen. Alles im grünen Bereich. Oh, okay, die Straße wird fertig. Also bilden wir natürlich noch ein paar Customer-Parkplätze. So. Immer fleißig bleiben, Freunde. Immer fleißig bleiben. Boah, jetzt haben die Parkplätze fast fertig gebaut. Jetzt muss Tante Emma da hinten parken. Weil die hier nicht hier liegen. Nur noch mal das Gehalt kürzen. Ich glaube, ich muss das Gehalt mal kürzen. Ah, guck mal hier. Schichtwechsel, aber die fängt sofort an zu arbeiten, auch wenn Schichtwechsel ist. Die fängt ja erst um 3 an. Die fängt schon um 2:30 an zu arbeiten. Fleißig. So gefällt mir das. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass wir in der Miese bleiben. Aber wir haben ja noch geöffnet bis 0 Uhr, ne? Oh, jetzt werden die Kassen aber voll. Jetzt werden die Kassen voll. Also diese Real-Time-Customer-Satisfaction, wenn die über 60% geht, dann wird der Smiley, lächelt der Smiley. Tut er aber nicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir irgendwie keine Toiletten haben oder so, oder kein Restaurant, oder... So genau weiß ich das auch nicht. 108 haben wir jetzt Besucher gehabt, 109 und 34 im Laden. Auch jetzt haben die beiden Feierabend gemacht und och, die machen das nicht fertig und sie bleibt schön fleißig hier am Malochen. Das ist mir eine Truppe. Da muss ich mir die Polen anheuern und schwarz arbeiten lassen. Die werden schon längst durch. Unglaubliche Zustände hier. So, ich weiß gar nicht, wie machen wir das hier? Machen wir hier so Ladenbereiche? Und in der Mitte nochmal so ein Fußgängerbereich, so mit so einem Innenhof oder so. Und im Innenhof können wir dann ja irgendwie so ein Bereich, wo man so einen Aufenthaltsbereich mit Pflanzen, Gedönse und Geblumse. Da können wir dann ein Fastfood-Restaurant reinbauen. In der Mitte vielleicht ein Kino mit 1, 2, 3 Seelen. Kinoseele. Seele, Saale, Seele. Ja, 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 ja. Da habe ich schon Lust zu, aber irgendwie kommen die hier nicht in die Pötte. Ich glaube, als nächstes werde ich dann Night Tower erforschen. Oder Alkohol? Alkohol bringt bestimmt auch Kohle. Wenn wir Alkohol verkaufen. Ja, kriegst du bestimmt auch Kohle für. Ne, wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen wir mal die Zeit ein bisschen vordrehen. Das war hier mal. Im Progress sehen, ne? So, jetzt können wir hier auch noch Parkplätze bilden. Guck, die fangen instant genau da an zu arbeiten, wo die stehen, gehen die den kürzesten Weg und arbeiten. Die machen jetzt nicht erstmal hier fertig und dann hier fertig. Ne. Faul. Faul sind die. Nicht eine Wegstrecke zu viel. Man ist ja schon irgendwie produktiv dann, ne? Weil für die ist es ja völlig egal, wo die als erstes arbeiten. Ich glaube, zuweisen kann ich die ja nicht, ne? Dass ich hier so hinklicke und sage, hier, mach fertig da. Kann ich nicht. Ich glaube, diese Funktion gibt es nicht. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Dann muss ich mal ein bisschen langsamer machen. Oh, wir schließen. In 45 Minuten schließen wir. Und wir haben echt, wir haben keinen Plus. Wir sind in der Miese, Freunde. Wir sind in der Miese. Ich glaube, wir haben so viele Mitarbeiter, ne? Wir waren ja das ganz erste Mal, am ersten Tag waren wir im Plus und dann haben wir das Büro gebaut mit 4 Leuten. Seitdem geht's hier bergab. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, wir müssen noch mehr Tische bauen. So, jetzt sind wir bei 52 Stunden. Okay. Also, wir müssen nochmal gucken, was wir brauchen und müssen es tatsächlich bauen. Toys. Wir bauen jetzt noch 2 Tische Toys. Wenn das die Tische sind. Wir bauen Toilet Pepper und Diapers? Diapers? Was ist das? Was ist das überhaupt?
Wo finden wir den Toilet Paper? Auf normales Shelf, ne? Achso, das auch. Eins, zwei. Zwei Shelves bauen wir. Und wo sind Toys? Da. Drei, vier. Vier normale Shelves. Builds. Objects. Normales Regal, bitte. Eins, zwei. Drei, vier. So. Los, jetzt bildet das mal bitte einer fertig. Wo ist denn hier einer? Lolo, hallo, hallo? Ah, sie kommt. Oder er. Er oder sie kommt. Sie. Christina. Christina arbeitet immer nur nachts. Also hier in der Ecke stellen wir zweimal Spielzeuge hin. Dann stellen wir hier... Was haben wir gesagt? Toilet Paper hin. Und wahrscheinlich sind da sowas wie Servietten, ne? Die kommen da hin. Okay, das wird aber bedeuten, dass wir noch eine Kasse brauchen. Ich lasse es mal einen Tag so laufen. Guck mir das an. Ich meine, wir werden noch eine Kasse brauchen. Sie steht schon wieder rum. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Rumstehen ist keine Option. Hier oben möchte ich ungern zubauen. Dann fange ich lieber hier an und baue da schon mal ein paar Foundations hin. Hätte ich jetzt mal gesagt. So ein bisschen Platz lassen, einen kleinen Grünstreifen. Ich glaube ja, machen wir erstmal so. Sechzehn mal 16. 50.000. So, das machen wir erstmal dahin. Und das werden wir dann so nach und nach unten erweitern, nach links erweitern. In der Mitte kommt der Innenhof hin. Mit irgendwelchen Bodenplatten, wenn es sowas gibt. Floor Tiles, genau, hier. Irgendwelche Bodenplatten, das sind wahrscheinlich für innen gedacht, ne? Wir bauen die aber nach außen. Hier, wir bauen die nach außen. Hier, sowas da. Oder sowas da. Schauen wir mal. Oh, Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals. Immer habe ich einen Frosch im Hals. So. Die Lagerleute sind... geht ja gar nicht. Die Lagerleute sind schon da. Das Licht geht schon an. Lieferungen kommen schon. Zack, Lager voll machen. Die Mitarbeiter tauchen auf und... Es geht fröhlich weiter mit dem Geschäft. Los, alle ran. Um 7 geht's auf hier. Um 7 wird geöffnet. Die neuen Regale sind bestückt, ne? Genau. Ah, sind tatsächlich, glaube ich, sowas wie Servietten, ne? Oder? Keine Ahnung. Sieht zumindest so aus. Na, das Brot ist schlecht geworden. Achso, das Brot bleibt nur 24 Stunden frisch. Okay. Och so, hier sind die Verfallsdaten mit angegeben. Ah, verstehe. Ich verstehe das Problem. Ach so, hier kann man manuell auch noch eingeben, wenn man das teurer machen will oder ähnliches. Ah, okay. Oh, das sind Fußspuren. Wo bleibt die Putze? Da läuft sie. Hallo? Hallo? Wirst du das wohl wegmachen? Wieso putzt die da drinne? Los, geh das wegmachen. Los, 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 lauf. Laufen, laufen, laufen. Im Laufschritt. Links, 2, 3, 4. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Los, bring den Müll weg. Boah, waren da so große Dreckklumpen jetzt, dass da jetzt ein ganzer Beutel voller Müll bei rumgekommen ist. Naja, gut. Hauptsache weg. So, schön. Okay. Hier ist auch schon ein Drittel fertig. Die fleißigen Bienchen hier machen das ganz toll. Henna Ochoa. Ochoa. Ja, ja, kommt aus dem Osten. Ochoa. Und du? Orson Madden. Ja, alter Amerikaner. Oder Holländer. Wer weiß.
Orson. Orson heißt er dann. Orson Mardin. Los, kommen Sie alle rein, kommen Sie alle rein. Bei uns gibt es hier nur das Allerbeste. Wir haben große Pläne hier. In dem Grünviertel. Große Pläne. Die existieren zwar noch nicht ganz in voller Vollendung und ausgereift und bis auf die letzte Schraube, aber wir haben große Pläne. Wir sind Visionäre. Visionäre. Muss man ja sein, ne? Sonst hätten wir auf der Erde ja auch kein Rad erfunden und keine Maschinen und kein sonst was, ne? Ne? Mittlerweile ist ja alles selbstverständlich. Aber man muss ja alle mal klein anfangen, ne? Mit Pferde, Holzkutsche und dann erst Rad, Auto, Dieselmotor und so weiter. Versteht ihr? Glühlampe, Elektrizität. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Deswegen schrauben die hier auch noch mit Akkuschraubern eine Hauswand zusammen. Ne? Nur mit Akkuschrauber. Ohne Hände. Ohne Hände. Das machen die mit Telekinese. Schrauben die da die Wände zusammen. Dafür kriegen die aber auch gutes Geld. Kann man nicht anders sagen. So, wie sieht denn unser Parkplatz aus? Ja, Auslastung geht. 30. Besucher 30. So, im Schnitt haben wir mal 30 Besucher im Laden. Das ist genauso wie letztes Mal. Also, was heißt letztes Mal? Genauso wie gestern gewesen. Wobei das schlecht ist. Wir wollen mehr haben, damit wir hier ein bisschen Saft verdienen, ne? Was ist das hier? Sales. Achso, das sind die Sales für heute. Sind die nur für heute? Ja, die sind nur... Ich glaube, die sind nur für heute, ne? Weil wir haben ja schon, insgesamt haben wir ja schon viel mehr Sales gemacht. Also die sind nur für heute. Und wir hatten 63 Kunden heute und schon 85 Sales. Das heißt, die kaufen auch zweimal, ne? Oder bezahlen die dann jeden Artikel einzeln zweimal? Das heißt, einmal Klopapier, einmal Brot, einmal, was weiß ich, eine Tüte Saft, Flasche Pommes, was weiß ich denn? Ja. Na gut, na gut. Oh, was wir bald vermissen werden, sind Parkplätze, ne? Für Staff hier, für Mitarbeiter. Sind nur noch zwei frei. Wenn wir welche einstellen, müssen wir daran denken, dass wir dann noch Parkplätze schaffen. So, jetzt ein bisschen schneller. Oh, die sind gleich fertig. Stopp. Dann nicht schneller. Dann müssen wir mal schauen, was wir hier gleich reinbauen. Wobei, ich glaube, wir lassen das erstmal leer stehen. Bauen da erstmal nichts rein, bis wir wieder ein bisschen Kohle gesammelt haben. Weil wir müssen ja, also erste, oberste Priorität ist ja, dass wir erstmal ins Plus kommen, weil Kohle sammeln ist ja schön und gut, aber wir können ja nicht nur auf die Rewards hoffen. Wir müssen ja irgendwann Geld verdienen, ne? Irgendwann müssen wir auch mal dicke Geld verdienen, ne? Ich glaube, die Büroleute, die kosten hier ein Schweinegeld. Kann man das irgendwo sehen hier, finanztechnisch? Kann man das anklicken? Das kann man anklicken. So, was ist jetzt hier? Ah, okay. Salary, Daily Debt, Total Debt, Gross Profit, Peak Customer, Daily Customer. Achso, hier kannst du nur Statistik angucken. Finanzen gibt's nur hier. Naja, gut. Das sind die Löhne, ne? Naja. Man kann sie ja auch nicht entlassen, die Büroleute, weil die brauchst du ja. Sonst kommst du ja gar nicht weiter hier im Ladengeschäft. So, gucken, ob wir noch mehr Regale aufbauen können. Hier, was ist denn hier mit irgendwas da? Frische Brot ist immer noch nicht so doll, ne? Saft, wir können noch einmal Saft. Einmal Saft.
Wasser, zweimal Wasser, zweimal Soda. Einmal Saft, zweimal Wasser, zweimal Soda. Das sind normale Regale, ne? Was ist das für Regale? Ne, Foodshelves. Okay, Build. Einmal Saft, zweimal Wasser, zweimal Soda. Foodshelf, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Kommt herbei, meine Bienchen, und baut es auf. Ah. Fleißige Bienchen. Also, einmal Saft. Wo haben wir hier Juice? Einmal Juice. Dann zweimal Soda. Und zweimal Water. Okay, jetzt haben wir ja so viel Zeug reingekarrt. Ich glaube, dass wir irgendwann tatsächlich mal vielleicht mal eine neue Kasse eröffnen müssen. Mein Lagertechnisch sieht es ja so aus, als würde der Lagermitarbeiter das noch packen, weil die Regale sind ja alle voll. Boah, die klappern mit den Türen. Guck mal, jetzt haben wir 20 Besucher und trotzdem einen positiven Smiley. Und wir sind im Plus. Nee, doch, nee. Wir schwanken. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Grüne Zahlen, beziehungsweise weiße Zahlen sind es hier oben. Aber unten sind es grüne. Gut, damit gewinnen wir keinen Krieg. War immerhin, immerhin. Oh, stopp. Langsam. Was haben wir? Okay, wir brauchen ein Restaurant. Customers are leaving the center because they are hungry and there are no restaurants. The restaurants are full. Build restaurants to keep them on site. Right click to dismiss. Okay, die Leute fliehen aus dem Laden, beziehungsweise fliehen nicht, aber laufen aus dem Laden, weil sie Hunger haben und sie können hier nichts bekommen. Außer das, was in den Regalen ist, aber das zählt nicht im echten Leben. Die wollen Fast Food. Fast Food. Fast Food. Okay. Da müssen wir so eine Grillschmiede erforschen. Ne? Das bedeutet auf gut Deutsch, wir erforschen dann mal als nächstes. Hallo? Hallo? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Restaurant können wir nicht. Wir brauchen erst Cold Chain. Aber das haben wir ja dann. Und dann erforschen wir Restaurant. Ja, so machen wir es. Und da brauchen wir jetzt noch 17 Stunden. Das bedeutet noch ein Tag und wir haben endlich diesen Schrott erforscht. Gut, Restaurant bauen wir. Klicken wir das mal weg. Ja, geldtechnisch sieht es jetzt nicht so dolle aus. Das bedeutet, wir können erstmal nicht weiterbauen. Und dass wir da kein Geld verlieren, werde ich den einen, der tags mitarbeitet. Sieben, 15, 23, 7. Den hier um 7. Also den oder den. Die. Oder den. Die. Also die kommt raus. Haben wir schon mal weniger Kosten, haben wir ein bisschen mehr Plus. Da haben wir jetzt in der Tagschicht halt nur einen beschäftigt. Da müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir die Leute wieder rankriegen. Wir dürfen ja keine Nachtschicht machen. Manometer. Ach, was soll's. Nachtschicht sind überbewertet. Los, gebt Gas, Leute. Wo bleibt er denn alle? 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Es ist 4.30 Uhr. Haben wir denn jetzt Plus gemacht? Ach nee, das ist heute. Okay, wir haben gestern gar nicht Plus gemacht. Gestern waren es 104 Dollar. Das war gar kein Plus, aber wir haben jetzt einen rausgeschmissen. Dann dürften wir heute in Plus kommen, ne? Ich hoffe das zumindest.